Es ist Donnerstag, der 12. Oktober 2023. Ich bin in Vulcano und wandere auf den Gran Krater. Die Ampel ist grün. Man darf hinauf. Und das sind die Spuren vom letzten großen Ausbruch um 1890 herum. Mit einem Wort, der nächste große Ausbruch ist überfällig. Und wird auch befürchtet. Den Sonnenaufgang über dem Meer kann ich heute nicht filmen. Da bin ich hier falsch. Auch vom Stromboli bin ich zu weit weg. Die Inseln, die man gerade noch erkennen kann, sind Panarea links und Basiluzzo rechts. Und direkt gegenüber, das ist Lipari, die Insel Lipari. Und links hinten Salina. Und weiter oben hat man für den Weg diese Schneise in die Lava geschlagen. Aber das ist schon länger her. Und da hat Wind und Regen schon wieder den Weg zur Furcht. Vom ehemals gepflasterten Weg ist nicht mehr viel übrig. Es ist 8 Uhr in der Früh. Und die Kirche von Vulcano hat gerade eine nette Melodie gespielt. Ich sage die Kirche, weil das Glockenspiel kommt aus einem Lautsprecher. Und das sind für mich die ersten Sonnenstrahlen. Bis zum Kraterrand ist es nicht mehr weit. Und das ist der Blick aufs Tyrrhenische Meer Richtung Palermo. Und da drüben raucht der Gran Cratere schon seit 130 Jahren
gemütlich vor sich hin, wie eine überdimensionale Pfeife. Alle 20 Minuten Druck ablassen und Feuer spucken, so wie der Stromboli, das tut er nicht. Vor 15 Jahren durfte ich noch näher hingehen. Der Wind steht günstig und blast nicht die giftigen Dämpfe ins Gesicht, also habe ich mich über das Verbot hinweggesetzt und bin noch weiter Richtung Krater gewandert. Ich will ja auch in die Bocca, den Mund des Kraters, blicken können. Aber die raucht nicht. Nur der Rand. Ein Stück weiter oben kann ich noch besser in den Kraterschlund hinunterschauen. Hinter mir sind Schritte zu hören. Ich bin nicht mehr allein. Einfach toll. Aus sicherer Distanz. Ich wandere noch hinüber zum höchsten Punkt. Auch hier steigen giftige Dämpfe auf. Da werde ich wohl ein Tuch vor dem Mund brauchen. Direkt darüber verläuft der Weg. Von Süden stauen sich leider die Wolken. Überwachungskameras gibt's auch. Blick auf unser Wunder Erde. Und das ist das Gipfelpanorama. Leider bei bewölktem,
dunstigem Wetter. Ohne die Wolken könnte man von hier auch zum Ätna schauen, der läge in diese Richtung. So sieht man nur die Hügelkette der eigenen Insel. Rundumsicht mit Blickrichtung, Stromboli auch im Nebel verschwindend, abgeschlossen. Ich gehe wieder hinunter, und zwar auf dem Weg, wo ich gekommen bin. Ich will ja nicht die giftigen Dämpfe einatmen. Im Bild rechts sieht man auch von hier den Fangoteich gleich hinter dem Meer. Jetzt in Bildmitte unten. Und da wandere ich jetzt hinunter. Und da ist eine kleine Karawane im Anmarsch. Und ein Hubschrauber kreist direkt über mir. Und das ist ein letzter Blick zurück hinauf von einer Stelle, wo ich eigentlich gar nicht sein darf. Aber der Wind steht günstig. Und da unten ist mein Badeparadies. Jetzt in Bildmitte. Und jetzt bin ich da in meinem Badeparadies und bin mittags um 12 ganz allein. Aber es ist irgendwie zu verstehen. Das Wasser ist nämlich kochend heiß und heraußen hat's auch mindestens 30 Grad. Das Thermalbad war wunderschön, aber noch schöner war das Baden im Meer.
Das hat momentan eine Temperatur von circa 30 Grad. Und über den Quellen noch mehr. Ich verabschiede mich von Vulcano. Wie bei den schnellen Schiffen üblich, muss ich mich durchs Fenster verabschieden. Die Inseln Vulcano und Lipari berühren sich beinahe. Und hier liegt ein großes Kreuzfahrt-Segelschiff vor Anker. Und auf der Fahrt zurück nach Stromboli besuche ich Lipari für eine Stunde. Schmale, aber dafür schattige Gassen. Und wie man sieht, ist es für Blumen hier drin hell genug. Und hier kommt gerade diese große Fähre, wo ich am 8. Dezember 2005 das erste Mal in Vulcano war. Damals ganze 5 Fahrgäste. Und ich war der Einzige, der in Vulcano ausgestiegen ist. Nach einem Cappuccino in diesem kleinen Hafen mache ich mich schon wieder auf den Weg. Ein letzter Blick zurück zum Gran Cratere, der Bergtour von heute Morgen, ist auch möglich. Leider geht's wieder mit so einem Schiff weiter. Der Strand von Lipari ist nicht berauschend schön. Wir nähern uns Panarea. Und rechts davon Basiluzzo. Noch kegelförmiger könnte die Figur vom Stromboli nicht sein. Fast um dieselbe Uhrzeit wie vor einer Woche bin ich wieder da. Heute will ich ein Stück hinaufwandern und hoffe, dass die Wolken die Sicht freigeben auf den Vulkan.
In dieser Ecke war ich noch nicht. San Vincenzo heißt's da. Und hier gibt's noch einmal weiße Bougainvilleen ganz aus der Nähe. Angekommen oberhalb vom sogenannten Observatorium, nach einer Wanderung von 1,5 Stunden, kann ich die Eruptionen zwar hören, aber infolge Wolken nicht sehen. Da werde ich mich wohl mit einem Film vom Sonnenuntergang hier herum begnügen müssen. Ich habe beschlossen, gleich nach Sonnenuntergang, also in der Dämmerung, wieder hinunter zu wandern. Und muss wohl auf die Bilder verweisen, die ich vor einer Woche da unten vom Schiff aus hab aufnehmen können. Letzter Versuch, ob was zu sehen oder wenigstens zu hören ist. Auch nach Sonnenuntergang ist gar nichts zu sehen. Vor einer Woche vom Schiff aus hatte ich mehr Glück. Ich geb's auf und warte nicht mehr. Man hat mir ja berichtet, dass die Ausbrüche von hier gut zu sehen sind. Aber nicht heute. Und das scheinen die Menschen zu wissen. Fast niemand da. Ich verlasse Stromboli mit dem gleichen Schiff, mit dem ich gestern aus Neapel gekommen bin. Und aus 3-mal so großer Entfernung ist links oben ein kleiner Feuerschein vom Stromboli zu erkennen. Jetzt ist er wolkenfrei. Dass er aus der Nähe mir nicht den Gefallen getan hat, so Feuer zu spucken wie jetzt, verstehe ich überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob man es mit der Kamera sieht, aber der Feuerschein
spiegelt sich sogar im Wasser. Und jetzt habe ich es verpasst. Er hat gerade noch einmal enorm gespuckt. Man sieht mit freiem Auge die ausströmende Lava. Tut sich die Kamera mit Scharfstellen schwer beim Heranzoomen. Ich sage zum Stromboli gute Nacht und auf Wiedersehen, aber nicht mehr heuer.